Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Und ihr seid heute dabei, wenn ich gemeinsam hier im Revier für Hunde mit meinen neuen beiden Hunden unterwegs bin. Nämlich mit der Bijou und mit der Hazel. Ihr kennt sie, die zwei kleinen Portugiesinnen, die ich euch vorgestellt habe, ja, die sofort ungefiltert in mein Herz gesprungen sind. Ich habe mich auf den ersten Blick verliebt. Und wo sind sie? Sie sind hier im Revier für Hunde mit so vielen Hunden. Und zwar da hinten mit einer alten Bekannten, nämlich mit der Mini aus Spanien. Und schaut euch das mal an. Ist das spannend? Ja, kommt mit. Tierschutzhunde unter sich. Hier sieht man mal, dass auch Hunde, die schwer traumatisiert waren, wie die Mini, ganz normale Hunde werden, wenn man ihnen die Zeit gibt, wenn man ihnen die Ruhe gibt, wenn man konsequent ist, liebevoll ist, dann werden auch aus den traumatisiertesten Hunden ganz normale Hunde. Ach, das macht mich so glücklich. Ihr kennt die Geschichte von Mini, ja. Und die Geschichte von Bijou und von Hazel ist nicht weniger dramatisch. Sie hatten noch 7 Geschwister und diese Geschwister sind alle verstorben. Solche Hunde werden in Portugal und auch in anderen Ländern wie Müll an der Straße entsorgt. Sie werden einfach weggeschmissen. Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Und jetzt schaut euch doch mal die zwei kleinen Mäuse an, wie toll die das machen. Wisst ihr, was ich so toll finde? Dass hier so viele Hunde und viele Hunde aus dem Tierschutz so harmonisch miteinander leben können und dürfen. Ja, viele haben eine ganz, ganz schlimme Geschichte hinter sich. Und wenn man jetzt mal schaut, dass die Mini, die 3 Jahre fast in einem Haus verwahrlost gelebt hat, wenn man dann die 2 portugiesischen Mädels sieht, die wie Müll entsorgt wurden, daneben liegt die Ola. Ja, die hat 9 Jahre an der Kette gelebt und ist jetzt schon seit fast 1,5 Jahren hier im Revier für Hunde ein absolut glücklicher Hund. Also bitte, gebt Hunden aus dem Tierschutz eine Chance, denn sie sind so dankbar dafür, dass ihr ihnen euer Herz schenkt. Und sie beschenken euch mit der wundervollsten Energie, die man sich nur vorstellen kann. Ich bin total begeistert, wie süß die 2 das hier machen. Ihr seid so tolle Mädels. Ihr seid so tolle Mädels. Hä? So super. Hey, Ola. Machen die 2 das super? Ja, du auch, Schatz. Du auch. Oder? Die Babys vereint hier mit der alten portugiesischen Oma von der Kette. Ich bin so, so glücklich. Ist das doch noch ein Portugiese, der Babu, auch aus dem Tierheim, 3 Jahre in einem Shelter gelebt und dann von der Lisa da rausgeholt. Super. Mini, unsere alte Bekannte aus Spanien. Super, ich bin absolut glücklich. Und Molly auch, schaut mal. Da vorne, kommt mal mit, da liegt übrigens die Cookie. Und Cookie kennt ihr auch. Hey Cookie, hey Cookie. Na, wie siehst du aus? Ja, Cookie, auch ein Hund aus dem Tierschutz, auch aus Spanien. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles 7, alles Hunde aus dem Tierschutz und alles total tolle Hunde. Ist das schön, wie sie sich wohlfühlen. Das macht mich glücklich. Super. Ach Molly, ist es nicht schön? Ist das Leben nicht schön, Schatz? Ja, siehst du. Ei, ei, ei. Wo hat die Molly den dicken Bauch? Da hat die Molly den dicken Bauch. Da hat sie den dicken Bauch. Da hat sie den dicken Bauch. Da kommt die Mini wieder. Schaut, da ist sie. Ach, ich meine, sie hat sich nicht anfassen lassen, ne? Fast 2 Jahre. Und jetzt lebt sie bei der Sarah. Die ist ja auch im Team, im Revier für Hunde. Mit der Biscuit zusammen lebt die Mini jetzt und sie ist so glücklich. Ach Leute, Tierschutzhunde. Ich meine im Allgemeinen, Hunde sind echt sowas Wundervolles. Aber ich stehe ja für Tierschutzhunde.
Und ich finde, wir sollten nicht mehr shoppen, wir sollten adoptieren. Es gibt genug Hunde auf diesem Planeten und so viele wundervolle Hunde im Tierschutz. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Tierschützern auf diesem Planeten bedanken. Denn viele Tiere würden gar nicht mehr leben, wenn es diese Menschen nicht gäbe. Also, die Welt ist nicht ganz so schlecht. Es gibt noch ganz, ganz viele gute Menschen. Liebe Weggefährten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr begleitet mich zukünftig weiterhin auf meinen sozialen Wegen. Und ohne euch können wir nichts bewegen. Es ist schön, dass es euch gibt. Es ist schön, dass es uns gibt, uns als Weggefährten. Ihr begleitet mich, ich euch, wir uns. Und deshalb können wir auch im Tierschutz ganz, ganz viel verändern. Wir müssen unsere Stimme erheben. Wir dürfen nicht schweigen. Wir sind die Stimme der Hunde. Wir sind die Stimme der Tiere. Und wir haben die Möglichkeit, die Veränderung zu sein. Wir sind Tierschutz und ihr seid dabei. Und das ist auch Tierschutz. Diese zwei kleinen Wesen haben jetzt ein neues Zuhause gefunden, hier im Revier für Hunde. Und ich kann euch sagen, ich bleibe dran. Ich höre niemals auf mit dem Tierschutz, weil es ist so eine wundervolle Aufgabe und so eine wundervolle Mission. Und da werde ich immer dranbleiben. Also, ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, was mit diesen kleinen Mäusen hier passiert und wie sie sich entwickeln. Ihr bleibt bei mir und ich zeige euch immer wieder neue kleine Geschichten. Vielen Dank, dass ihr mich heute begleitet habt. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.